Thank you.
Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Livestream auf meinem Kanal auf YouTube, auf Hitbox und auf Twitch. So, wir spielen wieder mal Forever Stranded und ich habe gerade wieder mal ein Big Problem. Es gibt ein Update für Forever Stranded und ich traue mir das nicht einzuspielen. Ja, ihr wisst ja, dass öfter mal dieses Spiel bei mir hier auf dem Server abkackt, weil mein Server irgendwie einfach mal scheiße ist. Deshalb müssen wir mal noch das Questbook hier durchzocken. Ihr seht, hier sind noch ein paar Sachen zu machen. Wieder mal zu machen. Bevor wir hier endlich wieder weiterkommen. Allerdings dachte ich, wir bauen noch erstmal wieder ein bisschen aus hier. Und ja, es gibt so einige Sachen, die ich hier noch machen muss. Oder wollte. Warum fehlt mir hier eigentlich ein Stück vom Baum? Ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, beziehungsweise in den Chat schreiben. Bin ich laut genug? Ist die Musik zu laut? Ja, für ein paar Verbesserungsvorschläge bin ich gerne offen. Das Ding hat ja gar keinen Strom. Das wird mir warm. Jo, aus gesundheitlichen Gründen konnte ich jetzt nicht streamen. Hatte ich ja bei Twitch zumindest auf den Link geschrieben. Ja. Und deshalb läuft bei mir, ne? Wie gesagt, kurz in die Kommentare, Kommentare immer wieder sage ich Kommentare. Einfach mal kurz reden. Information. Hey. Hot Game. Auch wenn das könnte mich auch Hot benennen. Das ist mir gleich. Ist supi. So viel Zauberhüte. Ich weiß nicht, wozu die sind, zu Zauberhüte brauche. Ich werde sterben. Ich weiß das. So, wie sieht's? Ach ja, ja, ja. Das muss ich noch ändern wieder. Ich muss noch meine Endertruhe bauen. Ich muss mich noch abkühlen, ne? Leute, Leute, was geht ab bei euch? Versuchen uns mal abzukühlen. So, ja, wie gesagt, gesundheitlich geht es mir einigermaßen besser. Ein bisschen Medikamente geschluckt und dann geht es schon wieder. Und jo, dachte ich, wollte eigentlich mal Themen ansprechen, aber die genau diese Themen sind mir irgendwie gerade wieder entfallen. So dass ich jetzt gar nicht mehr weiß, was ich sagen wollte. Leute, was haltet ihr davon, wenn wir sowas wie den Reaktor wieder abbauen? Wir haben ihn ja, also wir müssen ihn so oder so wieder neu craften. Warum ist das Ding ständig leer? Ich habe hier mal ein Ladegerät gecraftet. Das werden wir jetzt aufstellen. Ne, dazu müssen wir wieder hoch, weil es liegt im ME-System drin. Mal gucken, dass man das müsste eigentlich funktionieren, dass wenn ich im Haus bin, damit sich das jetzt hier dann alles automatisch auflädt. So, gucken wir mal. Yeah. Das Ding ist nie wieder leer. Auf jeden Fall nicht, wenn ich auf meinem Grundstück bin. Sollte ich ja doch auf dem Fahrstuhl stehen, damit er funktioniert, ne? Jo, Leute, wie gesagt, erzählt mir, ist der Ton zu laut. Ist Tutti, ist nicht Tutti. Also, bin ich zu hören oder ist nur Mucke zu hören? Das soll ins Ender sag ich schon, ins ME rein. Oh, es gibt ja irgend so eine komische Blackbox oder so heißt das Ding. Dann können wir das Ding hier nicht
mal da reinpacken. Da müssen wir auch mal wieder Wasser drin machen. So, jetzt überlege ich gerade. Wir brauchen eine Ender-Chest. Nein, machen wir wieder ganz von vorne. Wir gucken mal, was jetzt an Quests wir machen müssen. Gefällt mir nicht. Ich dachte, wir machen mal wieder neu drin. Das hatte ich, glaube ich, als letzte drin. Genau. So. Ja, Killing. Wie gesagt, wenn die Mucke zu laut sein sollte, dann müsst ihr mir das erzählen. Kaninchen war gut, dazu brauchen wir Kaninchen. Wir werden irgendwo welche. Du lebst noch auf jeden Fall. Aber ich glaube, du bist zu. Warum rennt ihr alle weg, ey? Hasst ihr mich? Ich hasse mich auch dafür, aber ihr sollt trotzdem essen. Och, lass mich doch nicht hinterher rennen. Ihr müsst trotzdem essen sein. Hallo? Bitte warten Sie. Wenn du reinrennst, wirst du auch essen. Ich habe ehrlich gesagt gar keinen Bock hinterher zu rennen. Haben wir hier irgendwo noch? Rohes Kaninchen. So, daraus können wir schon mal ein gebratenes Kaninchen machen. Also Kaninchen-Ragout am Start gleich. Warum habe ich Langsamkeit? Was Hühnchen? Ich habe doch Kaninchen drin. Was brauchen wir noch? Kaninchen. Ofen, Kartoffel brauchen wir, Pilze und Karotten. Da ist, glaube ich, das Problem. Wir haben Ofenkartoffel, aber wir haben keine Karotten. Doch, haben wir auch. Oh, ich habe noch keine Kaninchen-Ragout gemacht. Ich brauche erstmal die, ne? Gut, wo die jetzt auch immer hin ist. Ist weggepackt oder wie? Hallo. Hä, willst du mich veräppeln? So, wir räumen erstmal hier aus. Jetzt verschönern machen wir später. So, haben wir hier noch irgendwo Kaninchen drin? Kaninchenfell etwa. Hühnchen. Ich hab mich gerade, dass es jetzt weggebackt ist. Dann bleibt mir doch nicht an, ob ich erst ein Kaninchen zu fangen. Und so hoffen damit war. Och Mann, bleib stehen. Kann nicht so schwer sein, hier Kaninchen zu töten gerade. Aber die sind alle so flott hier. Ja, so kann man auch alles kaputt machen. Und zurück.
endlich. Das könnten wir eigentlich auch wieder abbauen. Das brauchen wir nämlich auch nicht mehr. Ja, hier habe ich schon mal ein bisschen grüner gemacht, damit es hier wieder ein bisschen schöner aussieht. Hier wird sich auch noch einiges verändern. Aber das alles ein bisschen später, nicht jetzt so. Leute, schreibt mal bitte in den Chat, ob der Ton so okay ist. Aber irgendwie tierische Lecks kann er sein. So, packen wir Kaninchen da wieder rein, ist drin. So. Warum backen diese Kaninchen ständig weg? Die sind nicht weggepackt. Okay. Das Problem ist bloß gerade, was packt man da rein? Kohle? Lava? Wie doof. Warum guck ich nicht gleich in den Herd? So, wir nehmen mal Holzkohle. Und packen mal die Holzkohle da rein. Und schauen wir mal ab jetzt. Da hauen wir rein, siehst du? Und da fängt es auch schon an zu brutzeln. So, ich weiß gerade nicht, wie lange es dauern wird. Und dann haben wir Kaninchen-Rago. Zack. So, dann brauchen wir ein Fleischeintopf. Schreiben kann ich auch nicht. Einen Topf brauchen wir dafür, Mehl brauchen wir dafür, ein rohes Kaninchen. Jetzt sind sie alle gebraten. Mehl, haben wir Mehl im Kühlschrank? Nein, wir haben kein Mehl im Kühlschrank. So, Mehl. Nur mit Mahlstein? Nee, Mehl wollte ich haben. Das ist ja kein Mehl. Gut, Weizen müssten wir haben, ne? Eigentlich müsste ich Weizen haben. Wir gucken mal schnell nach. Alles klar, Weizen haben wir am Start. Geschüsselter Stein und ein Stick. Alles klar, haust du rein. Viel Spaß in der Schule für dich morgen. Schön, dass du hier warst. Ist ein bisschen öde gerade, weil ich die ganzen Quests nochmal machen muss, aber naja. Sobald die Quests vorbei sind, läuft es weiter.
Yubi Extreme noch ein bisschen, so 40 Minuten. Schmeiße ich meine Frau aus Bett und dann hier ich penne. Bin ich jetzt doof? Habe ich keinen Schissel? Doch, da. Und Stone haben wir auch. Nee. Jo. Cobblestone. Ich nehme noch Cobblestone. Yuppie, man hört sich wieder gesagt. Gute Nacht für dich. So, aber das Problem ist immer noch, dass ich keinen Stone habe. Muss zurückschießen, ne? Also. Ist denn das jetzt schon wieder? Bin ich jetzt blind? Hier. Shit Stone. Jetzt nehmen wir uns Stone hier runter. Zack. Aber. Wir brauchen Stone, kein Cobblestone. In dem Fall haben wir jetzt nur Cobblestone. Und machen uns auf der Schnelle mal den Rest. Wo haben wir sie denn? Die Maschine da oben? Drei brauchen wir davon. Und ein Stick. Da können wir gleich den Rest machen. So lange nicht gezockt und man weiß gar nicht mehr, was man noch hat. Aber gut. Geht das eigentlich auch ohne geschüsselt? Oder muss ich sie wirklich schüsseln? Geht doch ungeschüsselt. So, dann. Leute, ich schwöre euch, ich habe definitiv Mehl noch gehabt. Aber gut. Hab ich gesagt, ich brauche das? Ja, habe ich. So, packen wir Mehl darin. So. Habe eine Brühe. Wir haben nicht mal eine Brühe. Jetzt haben wir eine Brühe. So, was war das? Fleisch. Und da können wir den auch schon machen. Zack. Und wir haben einen Fleischeintopf gemacht. Saatsuppe. Saatsuppe wird, glaube ich, etwas schwieriger. Aber gut. Wir haben sie schon mal gemacht, also. Wir hätten gerne Saatsuppe. Ein Topf, eine Brühe und irgendein Samen. So. Wir haben. Irgendein Samen haben wir. Reis, Reisteig. Gut, gucken wir einfach nach. Gucken wir hier nochmal nach. Wir brauchen erstmal wieder eine Brühe als Konsistenz. Und eine Brühe hatten wir da schon drin, zwei Stück, genau. Gucken wir mal, ob wir eine Saatsuppe hinkriegen. Uns fehlt irgendein Korn. Und eine Saat. Die haben wir auf jeden Fall.
welche, wo wir mehr als eine haben. Hier aber 80 Reissamen. Müsste, glaube ich, reichen. Schmeißen wir mal eine drin. Und dann haben wir unsere Salzsuppe. Und, ja, ist hoffentlich kapiert. Nö. Ah, wir müssen zwei Salzsuppen machen. Sagtet mir mal bitte einer. Könnt man mit dem Chat schreiben, ob ich ein Update wagen sollte oder ob ich das lieber sein lassen sollte, bevor der Server wieder verschwindet. Allerdings weiß ich nicht mal, ob wenn ich das Questbook wieder fast durch habe, ob die nicht wieder sich entsorgt. So, Questbook, jetzt haben wir zwei gemacht. Noch mehr Pilzsuppe und 5. War doch heavy oder? Pilzsuppe ist komplett. Der Rest hat er auch noch nicht angenommen. Schweinefleisch, Kaninchenfleisch, Trockenfleisch. Trockenfleisch? Hühnchenfleisch, Hühnchenfleisch. Hühnchenfleisch, Kaninchenfleisch. Müssten die eigentlich machen können? Wir haben 21. Was fehlt mir dazu? Also wir haben Mehl, haben wir definitiv. Pilze haben wir auch. Ofenkartoffel haben wir auch. Das Fleisch ist das einzige. 5 Schüsseln. Ob Schüsseln hier drin sind? Mit 2 Schüsseln. Wir haben hier rohes Hühnchenfleisch. Also wir machen erstmal ein paar Schüsseln. Wenn wir keine mehr haben. Das ist nicht auch so. Machen wir nicht mehr. Doch, nehmen wir noch eine Schüssel. Können wir schon mal rausnehmen. Oh, den machen wir mehr. Und hauen die 5 Schüsseln darin. Also in dem Fall ist der mehr zum Schlüssel. So, können wir uns das Ding jetzt leisten? Was fehlt mir denn jetzt noch? Mehl haben wir.
drei Pilze brauchen wir. Wir müssen erstmal gebratenes Hühnchen reinpacken. Aber jetzt geht's. Nein. Karotten haben wir. Ofenkartoffeln haben wir auch. So, gucken wir mal nach. Ofenkartoffeln haben wir drei. Karotten haben wir ein Stack. Mehl haben wir auch genug. So, wir haben Mehl, wir haben die Schüsseln. Wir haben Ofenkartoffeln. Karotten, wir haben Fleisch. Drei Pilze. Das ist unser Problem. Ja. Uns fehlen tatsächlich nur die Pilze. Wo krieg ich jetzt Pilze? Ja, schnell Pilze. Sehr schwer. Wir haben keine Pilze. So schnell wachsen die aber auch nicht, ne? Also die sollten ja hier wachsen. Da wird irgendwas schief gelaufen. Hier wächst auch kein Pilz. So, das heißt, die Frage ist, wo kriegen wir jetzt Pilze her? Eigentlich, wie gesagt, sollten hier Pilze wachsen. Aber das wird nicht funktionieren, was ich glaube ich vorhabe. Mal probieren. Solltet ihr jetzt einen Pilz haben? Ich will nicht wissen, was das Wasser ist. Nehmen wir mal das Wasser jetzt hier hinten, damit wir schnell an Wasser kommen. Dann lädt sich das Ding jetzt halt erstmal nicht auf, aber wir haben also Wasser. So, eins Wasser. Das Problem ist auch, dass Skin Villager, glaube ich, mit Pilze verkauft, oder? Ist ja vielleicht noch eine Idee, an Pilze zu kommen. Sonst ein Villager schnappen, der Pilze hat, aber welcher sollte das jetzt sein? Hallo René, weg, ich will wissen, ob du Pilze hast. Nee, du hast keine Pilze. Rüstungsschmied wird keine Pilze haben. Rüstungsschmied, nein, der auch nicht, oder? Er hat irgendwelche Potions. Der hat natürlich auch keine Pilze. Der wird auch keine Pilze haben. Der Bauer. Hast der Bauer Pilze? Ne, hat er nicht.
gerade etwas Schiete. Ja, vielleicht habe ich doch keine Pilze an. Der hat auf jeden Fall keine Pilze. Eine Marmelade, wow, ich brauche Pilze. Schon das Ding wieder. Gleich eine kleine Streampause. Wie kann man Pilze herstellen? Man kann Pilze vermehren. Mal gucken, ob wir das hinkriegen, dass wir das Ding bauen können. Ich will mich gerade veräppeln. Der hat Maschinenrahmen müssen wir haben. Der dürfte man nicht haben. Mal jetzt wieder. Zinn, Silber und Glowstone. Zinn. Silber. Und Glowstone. Wollen wir uns gleich einen Stack davon zusammenbauen. Ich weiß nicht, vielleicht brauchen wir die nochmal wieder. Das kann gut möglich sein. Das Ding hat gar keinen Strom. Dem fehlt ein Stromanschluss. Machen wir den Stromanschluss nicht. So. In der Zeit, wo das jetzt fertig wird, machen wir eine kleine Streampause. Ich hoffe, ich drücke jetzt die richtige Zahl. Nein. Das ist recht nicht. So,
Hier ist die richtige Zahl. Also bis gleich, bitte wieder. Geht euch was trinken holen. Ich mach's auch. Alles klar, bis später. Sollten wir mal gucken. Da muss ich hin. Und dann bin ich schon wieder zurück. Ich hoffe, ich bin verstehen. Ja, bin ich auf jeden Fall. So, unser Menüllium ist fertig. Start. Oh, gehen wir wieder den Umweg hier drüber. Fällt uns nur ein Rad. Ich glaube, wir haben ein Rad ab. Rad haben wir aber jetzt auch am Start. Jetzt können wir das Ding bauen.
So, Kupferrad. Dann brauchen wir zwei Stück. Auch am Start. Und jetzt brauchen wir noch das Ding. Dann können wir uns die Maschine schon bauen. So, jetzt brauchen wir das Upgrade. Das war man da von da. Sehr viel. Sehr viel. Richtig viel haben wir davon am Start. Für das Upgrade. Nämlich gar nichts, wenn es danach geht. Gut, wir machen erstmal. Nicht MB, sondern MV. Und uns den Anschluss. Kabel haben wir noch. Teiler dran, also kann man das Ding erstmal hier hin platzieren. Schon haben wir Strom drauf, ich trottel. Wozu will ich denn MV machen? Aber das heißt trotzdem, wir brauchen mindestens einen einzigen Pilz. Und wir brauchen dieses Zeug hier. Was ist das eigentlich? Sägemehl, Salz. Schon wieder was Neues. Was ist das denn da? Endet auch mit Kohle, das Kohlestaub, Kohle, das mir ist ein. Hey, ich hatte doch. Hatte ich nicht irgendwo so einen Stäuber? Kompressor? Irgendwo hatte ich so ein Ding. Was? Ne, das war nicht. Ich glaube, das war das. Mal Kohle holen. Hatte ich sowas? Ist die Färbemaschine? Ne, das ist auch nicht. Gut, was du? Ich glaube, kann ich in der Zwischenzeit essen, weil das Ding hat ja kapiert damit. Ein Pulverisierer nicht. Nee. Damit auch nicht. Wie war denn das da? Pulverisierte Kohle. Holzkohle. Wir brauchen Holzkohle und ab in den Pulverizer.
Pulverizer. Achso, müssen wir erstmal Holzkohle machen. Kriegen wir das hier raus? Wir Holzkohle raus? Ja, kriegen wir. Da kommt noch mal eine kleine Ladung. Pulverizer. Das brauchen wir auch gerade nicht, sondern wir brauchen die Holzkohle. Wir brauchen Holzkohle. Da kommt trotzdem nicht um diesen Salpeter drumherum, ne? Was, wo kriegen wir diesen Salpeter her? Kann man den Salpeter anders herstellen? Sandsteintreppen. Alles klar, müssen wir haben. Wenn nicht, machen wir uns welche. Und die Pulverreisen, und da kommt irgendwann mit viel Glück. Kann man Stack pulverisieren, nicht pulverisieren. Und dann sollte es funktionieren. Dass man dieses Mal in Peter rankommt. Das ist es. Tatsächlich. Kriegen wir hin. So. Salpeter haben wir denn? Wo ist die Holzkohle, haben wir Schlacke. Wieder selbe Spaß wieder von vorne los. So ein Motto haben wir nicht, wo kriegen wir her? Gehen. Aber ist ja nun schon mal klar, dass wir hier definitiv keins haben. Ich weiß auch nicht, was das überhaupt ist.
unbedingt bauen, aber ich meine, muss ja auch irgendwie befeuert werden, ne? Ist mit ein sehr großes Problem, dass es befeuert werden muss. Also, Strom drauf oder so. Ich hab überhaupt keine Ahnung von diesem Ding. Aber diese Schlacke müsste man doch einfach irgendwie. Ja, die kriegen wir aus netter Quarz. Und wie kriegen wir netter Quarz? Da schon mal. Wir müssen einmal entsorgen und Sand nehmen. Einmal und Sand. Also recyceln wir am besten jetzt. So, zack. Und Sand. Ist schon mal schön. Induktionsschwelle sind auch da drin. Da machen wir jetzt den drin. Wenn wir noch mehr reinhauen? Ne, R16 ist jetzt höchste. Endkomfort essen wir mal den Sand hier. Machen wir Sand drin. Und dann sollte es hoffentlich laufen. Das ist aber die normale Schlacke. Das ist die Frage, wie aus normaler Schlacke. Diese hinkriegen, die will ich ja endlich haben. Also wir könnten uns jetzt einen Kompass bauen. Habe ich ehrlich gesagt aber gerade keine Lust zu. Kompass und Sand war das, ne? Sand, halt nur Sand bei mir, ja, halt nur ein Stack. Das hab ich aber ruhig gehängt. Als hilft mir nicht, dass ich immer noch einen Pilz brauche. Jetzt haben wir die Schlacke, den nehmen wir jetzt da raus. Schieben wir den Kompass da rein.
Ist immer noch kein Pilz gewachsen. Also sollte irgendjemand wissen, wie man die Pilze kriegt. Den Stick-Kompass hier macht? Warum halt die nicht gleich da unten mit drin geschmissen? Induktion Schmelze. Sandkompass, vielleicht soll ich umdrehen. Kompass und den Sand. Zu 10% kommt es nur raus. Das heißt, bei einem Stack mit 60, also 64, kommt ca. 6 Stück maximal raus. Kann ja nur dauern. Ich habe einfach keine Pilze mehr. Früher war mal so, wenn es dunkel sein musste, dann sind Pilze irgendwo gewachsen. Heute ist das nicht mehr so. Ich will hier nicht kompostieren, ich will Pilze herstellen. Und weiß gerade nicht wie. Eine Spitzhacke halt auch nicht mehr, ne? Doch, hier haben wir eine. Könnten wir. Habe ich nicht irgendwo draußen noch Pilze? Wenn ich erstmal einen Pilz habe und dann ein Upgrade mache, dann habe ich ja wieder genug Pilze.
Wir haben uns den Pilze. Da sind 17 Pilze drin. Warum mir diese Pilzsuppe nicht? So, wir brauchen Mehl, wir brauchen Pilze, wir brauchen Schüssel. So. Wir haben Mehl. Wir haben Karotten. Karotten. Mehl. Pilze. Schüsseln. Schüsseln. Ach, jetzt noch wieder eine Schüssel. Weil ich eben noch mehr brauche, mehr Pilze, Schüsseln. Ja, ich brauche 5 Schüsseln. Wo sind die 5 Schüsseln hin? So, wir haben die Pilze. Wir haben Mehl, das ist allerdings auch jetzt im Mehl. So, wir haben Mehl, wir haben Pilze, wir haben Schüsseln. Wir haben Ofenkartoffeln. Haben wir auch noch drin. So, Karotten haben wir drin und Hühnerfleisch haben wir drin. So. Kann es sein, dass es überhaupt nicht im Ofen gemacht wird? Ach, genau, da ist nämlich der Haken. Da kann ich noch eine Stunde rumprobieren. So. Also, wir nehmen Hähnchen, wir nehmen Schüsseln, wir nehmen Ofenkartoffeln, wir nehmen Dette. Wir nehmen Pilze, wir nehmen das Mehl, das müsste glaube ich reichen, wir müssten alles haben. Und weil ich so schlau bin, mich die ganze Zeit hier krampfhaft ärgere, kommt es natürlich hier rein. Das kommt hier rein, das kommt hier rein, das kommt hier rein, das kommt hier rein, das doch. Und dann fängt er nämlich an zu köcheln. Boah, brauchen wir stundenlang, um einen Quest zu kriegen. Wundervoll. Hat sich voll gelohnt gerade. Fällt mir ein, dass beim letzten Mal ist mein Haus abgebrannt. Was ich gemacht habe. So, Quest ist vollständig. Was ich euch hofft dann. Ja, wir nehmen den. So. Was kommt mir denn wohl am meisten fehlt? Wird so lange dauern. Nee, ich mache heute keine mehr bei mir. Den Quest werden wir noch erfüllen, noch Weg machen, damit wir es noch schaffen.
reicht. Aber die werden wir heute nicht mehr schaffen. Lava reinfüllen, war doch. Und Wasserflasche kann ich glaube ich auch so reinfüllen. Aber ich weiß jetzt nicht, ob. Ja, das verbraucht sich nämlich. Weiß nicht, wo ist das jetzt hin? Aber produzieren weiß ich ja nicht. Jetzt endlich mein also ich weiß natürlich wie man wir brauchen mal als reicht's mir einfach hier echt ich brauche Ender Tanks und zwar drei Stück also drei Ender Tanks brauche ich mindestens. Natürlich, schon dafür brauche ich allein zwei Obsidien für einen einzigen Tank. Habe ich. Bleißrot habe ich auch nicht. Wir haben aber Blitzrouten. Brauchten wir die nicht dafür? Könnten wir natürlich eigentlich eine andere Methode machen. Warum will ich das denn so machen? Ich kann doch diesen Cauldron nehmen. Weil Cauldron. Kessel, diesen Kessel bauen. Mein Künstler, naja. Ja, wir können doch den Kessel bauen. Dann darüber. Darüber, also darüber war, aber. Machen wir einfach mal. Den hier müssen wir jetzt natürlich wieder brennen. Erstmal gucken wir in die Loot-Chest rein, was drin ist. Nichts, was ich gerade hier brauchen kann. Okay. Irgendwas, der, was ich verbrennen möchte. Hier haben wir 15 Schüsse, aber die kann ich nicht verbrennen, ne?
einmal selber. Aber ob hier müsste ich doch haben. Ja, habe ich doch. Irgendwie bin ich heute durch ein bisschen durch den Wind. Aber gut, deshalb mache ich auch gleich Feierabend. So, was wollte ich jetzt eigentlich bauen? Ist mir alles. Wozu brauchte ich jetzt Obsidian? Brauche ich ja nicht mehr, weil Pilze, also Ding habe ich jetzt fertig, den Quest. Ach ne, ja, das war jetzt ja. Muss ich den unbedingt bauen oder muss ich das Ding haben? Crafting, ja. Feuerstein, Gold und Eisengitter. Müsste ich doch alles haben. Zwei müssen wir davon bauen. Also brauchen wir 12 davon. Aus und zwar Eisenbahn. Naja, wenn es mir nicht ist, dann machen wir noch ein paar davon. Wenn wir die haben, also, dann sollten wir noch haben. Jetzt haben wir 23 davon, das reicht auf jeden Fall. So. Ist gerade nicht wahr. 9 Stück raus. Sehen Sie das gekurftet an. Temperaturregulator. Temperatur eingeben. Ah, da war der Haken. Muss ich den nur besitzen oder muss ich ihn wieder bauen? Muss ich ihn nur haben. Ich muss das hier nochmal bauen. Also wieder eine Labermüll. Jetzt habe ich alles schon. So, das Ding muss ich glaube ich auch nur besitzen, ne? Ja.
Aber leer. Beziehungsweise, vielleicht kann ich die Dinge auch einfach rausschmeißen. Und du, und dann sammle ich die einfach wieder ein. Also, dass er gerade ein Teil verschwunden ist. Hab ich. Damit ich muss noch mal leer trinken. Quest doch einfach an. Ich krieg die Dinger nie wieder leer. Die sind immer voll jetzt. Egal wo ich bin. Jetzt kann ich auch später mal, wenn die Dinger wirklich mal leer sind. So, jetzt kommt das, was ich mir am wenigsten gefällt. Ich muss dahin. Ich finde das Ding wieder. Jetzt noch Stunden. Jetzt muss ich da wieder Wasser reinmachen, ne? Damit sie mein Angel Wing wieder auflädt. So, wenn ich jetzt hoffe, da hingeflogen bin, dann ist der Stream für heute zu Ende. Was ist denn gerade für ein Bug hier? Wasser als Hose. Ja, nicht so wenig an. Das ist voll, hier ist voll. Das nicht. Kommt noch weniger an. Ich glaube, das stimmt sofort nicht mit der Leitung.
Sollten wir vielleicht auch nochmal gucken. So, wo war das? Oh, jetzt weg das, wo bin ich noch? -284. Ich fliege in die falsche Richtung. Distanz 277 Meter. Die Frage ist gerade, welchen Minus wartet das jetzt? So, hier ist 200, ja. Minus 284 bin ich. Ach, das Thema kann ich schon mal. Dass die Koordinaten nicht so 170, 177, 180, also wieder mehr. Okay.
93. 94. Da geht es nämlich wieder hoch. Irgendwas stimmt an den Cordis nämlich nicht. Die Frage ist, was stimmt an den Cordis wieder nicht? Kannst du das Problem schon mal. Steht irgendwas hinter? Und ich weiß, was da steht. Inzwischen bin ich schon wieder ganz woanders. Wo liegt das denn? 84. Oder wird schon wieder höher? Sind da unten übrigens. Achso, die kennen sich gerade selber gut. Von mir aus. 28. 28. Also, wer die Leute Lösung weiß, kann mir das gerne nachher in die Kommentare schreiben, weil ich jetzt erstmal aufhänge. Ich weiß, dass ich diesen Quest noch lösen werde. Allerdings muss ich erstmal wieder gucken, wie der war. Weil irgendwie kriegt das gerade schon wieder nicht gebacken. Da geht er wieder hoch. 12. Ich glaube, ich bin 28 Blöcke in der Höhe. Das muss erstmal ein Tag werden. Damit ich. Beziehungsweise müssen die sich jetzt selbst töten da unten. Dann. Was ich gesehen könnte, ist genau die Stelle. Wenn ich jetzt hochgehe, geht er nämlich wieder hoch. Und wie gesagt, lass Day werden. Hm. Könnten wir das vielleicht doch mal jetzt hinkriegen.
Können wir einen Punkt hier machen? Schon, aber ich komme da nicht mehr hin, also so schnell nicht mehr hin. Beende jetzt das. Oder beende ich das jetzt nicht? Ich wüsste es ja gerade nicht. Dauert, glaube ich, jetzt ein bisschen zu lange. Gut, wir sehen uns im nächsten Stream wieder, vielleicht heute Nacht oder so. Ich muss mal sehen, wann ich es schaffe. Aber ja, ich werde euch. Ja, ihr werdet sehen, glaube ich. Alles klar, ciao, ciao, Leute. Ich bin Röhrhus.